Hallo, da uns heuer auch Covid-19 einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht hat und kein Tag der offenen Tür zulässt und somit kein Besuch bei uns möglich ist, haben wir, die Schüler der Klasse 3b der Mittelschule Schlanders, ein kurzes Video vorbereitet und geben euch in wenigen Minuten einen kurzen Einblick in unsere Welt der Montessori-Mittelschule. Nun beginnen wir mit der Gründerin der Montessori-Schule. Maria Montessori wurde am 19. August 1870 in Ancona geboren. Am 10. Juli 1896 schloss sie ihr Studium ab und wurde die erste Ärztin Italiens. Im Auftrag der italienischen Regierung gründete Maria Montessori in einem Elendsviertel in Rom ein Tagesheim für Kinder, die Casa dei Bambini. Sie starb am 6. Mai 1959 in den Niederlanden. Das Herzstück der Montessori ist die Freiarbeit. Wir haben 9 Stunden Freiarbeit in der Woche. Die Lehrpersonen haben die Lerninhalte der Fächer Italienisch, Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Mathematik, Naturkunde und Religion so gestaltet, dass sie von uns während der Freiarbeit selbstständig erlernen werden können. Am Anfang des Freiarbeitsplanblocks erhalten wir einen Arbeitsplan, der uns das Arbeiten erleichtert. Angegeben sind dort die Lerninhalte und Lernziele sowie der Zeitraum, in dem der Plan fertigzustellen ist. Ebenso geben die Lehrpersonen die Stunden an, die sie für die Erledigung der Arbeit vorsehen. Im Plan ist ebenso Einzel- und Partnerarbeit festgelegt. Zudem muss jeder Schüler auf dem Plan eintragen, wie viele Stunden er in den einzelnen Fächern gearbeitet hat. Es ist auch angegeben, ob die Lehrpersonen ein Gespräch bzw. eine Prüfung verlangen. Wenn wir Unterstützung durch die Lehrer brauchen, schreiben wir unseren Namen an die Tafel und in Klammer das Kürzel des Faches oder der Lehrperson. Ebenso können wir uns per Tafel für eine Prüfung melden. Oft wird das Problem auch gelöst, indem wir uns für einen Mitschüler oder beraten lassen. Im Montessori-Zug gibt es keine Noten, sondern Kompetenzbewertungen. Häkchen bedeutet Lernziel vollständig erreicht. Häkchen mit Strich bedeutet Lernziel weitgehend erreicht. Welle bedeutet Lernziel teilweise erreicht. Und Minus bedeutet Lernziel nicht erreicht. Wir arbeiten in der Freiarbeit anhand verschiedener Techniken. Ein paar Beispiele sind Nägelarbeiten, Teppicharbeiten, Arbeiten anhand Karteikarten, Arbeitsblätter, Hefte, Höraufgaben. Fangen wir bei den wichtigen Sachen an, den Ausflügen. Natürlich unternehmen alle Klassen der Mittelschule Ausflüge. Jedoch gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. Es gibt bei uns Ausflüge, an denen alle 3 Klassen des Montessori-Zuges teilnehmen, zum Beispiel den Herbstausflug oder den Maiausflug. Besonders diese Ausflüge sind cool, weil man dabei die Schüler, Schülerinnen der anderen Klassen kennenlernt. Besonders für die Erstklässler ist es angenehm, in einer lockeren Atmosphäre aufgenommen zu werden und alle kennenzulernen. Zudem gibt es Ausflüge, die nur mit dem jeweiligen Klassenmitschüler, Mitschülerinnen unternommen werden. Das sind dann meist eher Lehrausflüge oder Klassenprojekte. Die verschiedenen Feste im Jahreslauf werden mit allen 3 Klassen des Montessori-Zugs veranstaltet, wie zum Beispiel die Weihnachtsfeier oder die Faschingsfeier. Dabei stellen die jeweiligen Klassen etwas zum Thema vor oder spielen gemeinsam. Zum Schluss wird immer ausgiebig gegessen und getrunken, bis unsere Bäuche voll sind. Aber wahrscheinlich sind unsere Augen zu groß und deshalb bleibt, obwohl alle bei gutem Appetit sind, immer etwas übrig. Aber das ist nicht schlimm. Wir essen es nach den Ferien auf. In der Adventszeit werden Adventsfeiern vorbereitet. Das Projekt Woche Tengo Corazon ist ein Herzensprojekt im Montessori-Zug. Es unterstützt bedürftige Jugendliche und Familien in einem Vorort in Cochabamba, einer Stadt in Bolivien.
Durch die Spendengelder des Projektes werden den Familien und Jugendlichen Schulmaterialien und Hausaufgabenhilfe angeboten. Um diese Spendengelder zu erwirtschaften, wird jedes Jahr ein Projektthema gewählt und an diesem wochenlang gearbeitet. Der Montessori-Zug lässt sich jedes Jahr etwas Neues einfallen. Wir haben zum Beispiel für eine Schülerzeitung geschrieben, einen Kalender zum Thema Oberen Finchgau gemacht. Wir basteln und werkeln und bieten das alles zum Verkauf an. Die Krönung ist die Feier am Ende des Schuljahres, bei der alles präsentiert wird. Eltern und die Interessierten sind dabei herzlich willkommen. Dabei wird gegessen, gespielt, geplaudert, vorgestellt und Spendengelder gesammelt für unser Projekt in Bolivien. Der Fernunterricht 2020 war sehr gut organisiert. Dieses Jahr benutzten wir die App Teams. Dort hatten wir immer Videokonferenz. Über den Online-Stundenplan konnten wir in diese einsteigen. Über den Chat konnten wir mit den Lehrpersonen kommunizieren und bei Problemen Hilfe einholen. Über Teams bekamen wir auch alle Aufgaben geschickt und konnten sie online bearbeiten und abgeben. In jedem Fach hatten wir einmal die Woche Videolektion. Natürlich hat uns Corona auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben keine Freiarbeit mehr. Dafür haben wir jetzt eigenverantwortliches Lernen, kurz FVL. Dort arbeiten wir, wie in der Freiarbeit, mit einem Plan mit Arbeitsaufträgen. Dieser ist in einem bestimmten Zeitraum fertigzustellen. Im FVL haben wir alle Fächer und keine Lege- und Partnerarbeiten. Das sind die Unterschiede zu der Freiarbeit. Wir bekommen von den Lehrpersonen Blätter oder Arbeitshefte, die wir ausfüllen müssen. Natürlich versuchen die Lehrer viel Montessori in den Unterricht unterzubringen, trotz dieser Situation. Wir hoffen, dass wir euch trotz der Umstände einen Einblick in die Montessori-Welt ermöglichen konnten und eure Interessen geweckt haben. Es wäre toll, wenn wir euch nächstes Jahr bei uns in der Montessori-Schule willkommen heißen könnten.